Ich habe so einen Segen, dass ich den Hirntumor überlebt habe und kann da mein Leben lang dankbar sein und darf mich über mangelndes Glück eigentlich nicht mehr beschweren. Es ist der 24. Juni 1995. Heiko Herrlich gewinnt mit Gladbach den DFB-Pokal. Im Finale gegen Bochum macht er ein Tor. In diesem Jahr wird der Südbadener Torschützenkönig der Bundesliga und Nationalspieler. Heiko Herrlich ist ganz oben angekommen. Ich hatte da wirklich so diese absolute Überzeugung und wusste, was ich zu tun habe. Ich habe wirklich eine sehr starke Mannschaft um mich gehabt, wovon ich profitiert habe. Ich sage immer, 94, 95 kam Stefan Effenberg dazu, aufgrund der Stinkefinger-Affäre in den USA. Sonst hätten wir so einen Spieler wahrscheinlich gar nicht bekommen. Und dieser Weltklasse-Spieler hat einen kleinen Unterschied gemacht, wo alle dran besser geworden sind. Und ich denke, dass ich da einen riesen Entwicklungsschritt gemacht habe. 5 Jahre später, im November 2000, der Schock. Bei Heiko Herrlich wird ein Hirntumor festgestellt. Bösartig und nicht operabel. Man hat mir nach dem ersten MRT gesagt, ja, ich muss noch mal in die Röhre rein. Sie wollen Kontrastmittel spritzen. Und da war mir natürlich klar, die haben irgendwas gesehen, die haben ja irgendwas gefunden, was nicht in Ordnung ist. Sonst spritzt man kein Kontrastmittel, weil ich das bis daher so noch nicht gekannt habe. Und dann kam halt der Vereinsarzt zu uns nach Hause, der Dr. Michael Preuß. Und hat mir halt dann gesagt, pass auf, das und das, du hast einen Hirntumor. Und dann habe ich gesagt, ja gut, scheiße, es war nicht so einfach wie beim Knie. Knie auf, operieren, Knie zu, das Gleiche halt im Kopf, aber ist ja heute möglich. Hat man ja immer mal wieder gehört. Und dann hat er gesagt, nee, an der Position ist das nicht möglich. Die einzige Hoffnung für ihn ist eine Strahlentherapie über 6 Wochen. Eine körperliche und seelische Tortur, eine Phase zwischen Leben und Tod. In dem Moment, wenn du so eine Diagnose hast, denkst du nicht ein Millimeter, Millisekunde noch dran, ob deine Karriere in Gefahr ist. Ich habe sofort gecheckt, was das bedeutet. Jetzt geht es nur noch ums nackte Überleben. Es war eigentlich dann nur noch die Situation, dass ich überlegt habe, wie komme ich aus der Nummer raus? Wie kann ich vielleicht meine Tochter noch mal sehen? Wie komme ich da durch? Das war eine harte Zeit, weil dir schmeckt dann irgendwann nichts mehr. Du kannst nicht richtig essen, dir ist immer schlecht. Und natürlich hat man dann auch so Überlegungen, ich will das nicht mehr machen. Obwohl ich ja eigentlich das große Glück hatte, durch die Bestrahlung wieder gesund zu werden. Und dann gleichzeitig das schlechte Gewissen, um mich rum liegen Leute, Menschen, die so gern tauschen würden, wenn sie es könnten, weil sie eine Diagnose hatten, wo es eigentlich nur noch um lebensverlängernde Maßnahmen geht. Und da hat man sich auf der einen Seite schlecht gefühlt, aber auch dann auch noch schlecht, weil man eigentlich so viel Glück hat, dass man eine große Chance hat, wieder gesund zu werden und vielleicht sogar noch mal Fußball spielen zu können. Herrlich übersteht die Therapie. Knapp ein Jahr nach der Diagnose läuft er im Stadion wieder auf. Die Leute haben sich einfach wieder gefreut, dass ich auf dem Platz stehe, weil sie kennen das vielleicht immer nur von ihrem Onkel oder im nahen Bekanntenkreis. Und jetzt war es ein Fußballspieler, den es erwischt hat. Und dass der das geschafft hat, hat den Leuten, vielleicht den Menschen, so das Gefühl gegeben, ja, schön, der hat es geschafft. Vielleicht ist da auch Hoffnung für den und den in meinem Umfeld. Begonnen hatte alles beim südbadischen FC Kollnau. Über Emmendingen ging es in die Jugend des Zweitligisten SC Freiburg. Aber schnell ist klar, der Jugendnationalspieler will ganz nach oben. Viele Vereine reißen sich um das Ausnahmetalent. Wir waren natürlich auch, mein Vater und ich, völlig überfordert mit der Situation. Wir wussten jetzt auch nicht richtig, was ist für mich jetzt wirklich das Allerbeste. Vielleicht wäre es besser gewesen, noch 1-2 Jahre hier zu bleiben, hier mich zu entwickeln. Aber wie gesagt, das war damals beim Sportclub Freiburg die Vorfinke-Ära, obwohl Achim Stocker immer da war bei jedem Jugendspiel und wir hatten auch immer einen sehr guten Kontakt. Aber das ging damals so schnell, man wusste eigentlich gar nicht, wieso, weshalb, warum, aber plötzlich waren wir in Leverkusen. Aber richtig glücklich wird der Lockenkopf bei Bayern nicht. Die Konkurrenz ist groß und das Heimweh plagt den 17-Jährigen. Der Durchbruch gelingt in Gladbach,
Am Ende aber Megazoff mit Manager Rüssmann. Herrlich will nach Dortmund, beruft sich auf eine mündliche Zusage. Es folgt ein hässlicher Prozess. In Gladbach gilt er als Verräter. Du hast doch kein Gewissen und keine Moral. Du gehörst gar nicht nach Gladbach. Damals war das für mich einfach eine Situation, die war wirklich schwierig, weil ich dann so angefeindet wurde und eigentlich das Gefühl für mich hatte, dass ich im Recht bin. Es gibt aber eine andere Seite halt noch. Der Rolf Rüssmann, also er ist ja leider schon gestorben. Ich habe ihm unheimlich viel zu verdanken gehabt. Und das ist eigentlich das Traurige daran, dass ich damals nicht reif genug war, zu sagen, okay, du erinnerst dich zwar nicht an die Zusage oder willst dir nicht wahrhaben, aber ich habe dir viel zu verdanken, ich bleibe hier. Aber wir werden danach dann nicht mehr weitermachen. Aber ich hätte damals, mit dem Wissen von heute, hätte ich wahrscheinlich anders reagiert. Herrlich wird zweimal deutscher Meister, Champions-League-Sieger und Weltpokalgewinner mit Dortmund. Die ganz große Karriere in der Nationalmannschaft aber gelingt nicht. Ich denke schon, dass da mehr drin war. Ich möchte es nicht allein auf Verletzungspech schieben, dass ich damals 96 hatte mit dem Bänderriss vor der Europameisterschaft. Ich glaube, dass ich in der Zeit einfach mit Dortmund immer international spielen und dass das dann für mich als junger Spieler dann doch ein Tick zu viel, um meine Leistung beständig auf einem hohen Niveau halten zu können, zu viel war. Und mir vielleicht einen Schritt zurück dann besser getan hätte für meine persönliche Entwicklung. Und irgendwas hat immer gefehlt, um da noch mal ganz groß eine große Karriere hinzulegen, auch international. 2004 beendet Herrlich seine Karriere und macht die Trainerausbildung. 7 Stationen hat er bereits hinter sich, 2 Aufstiege mit Regensburg, aber auch schon 3 Entlassungen. Als Spieler war ich sehr vereinstreu. Ich habe immer lange irgendwo geblieben. Und als Trainer ist das natürlich eigentlich ein Wunsch, ich denke mal von vielen, so eine Karriere wie Giroud oder Ferguson hinzulegen oder wie Volker Finke oder jetzt wie Christian Streich. Die Realität ist halt oft anders. Aber trotzdem habe ich in allen Stationen sehr viele positive Dinge mitgenommen und es hat mein Leben immer bereichert. Aber trotzdem ist der Moment, wenn dann die Entlassung kommt, weil du ja mit sehr viel Emotionen, sehr viel Leidenschaft die Mannschaft versuchst zu verbessern und daraus eine Einheit zu schaffen, natürlich wie so ein gefühlter K.O.-Schlag. Heiko Herrlich ist seit seiner Jugend gläubiger Christ, lebt und praktiziert seinen Glauben offen. Und er ist Botschafter der Initiative Bewegung gegen Krebs. Ja, da sehe ich eine große Verantwortung, einfach da was zurückzugeben. Ich hatte diese Krankheit, ich werde auch heute noch oft angeschrieben und versuche dann mit meinem Laienwissen oft zu antworten, zurückzurufen, weiter zu vermitteln an Experten, an Spezialisten. Und ich weiß halt, wie wichtig es ist, ich habe das ja vorher erklärt, dass du gerade, wenn du so eine Diagnose hast, dass wenn es irgendwie möglich ist, dass du dich bewegst, dass du was dagegen machst, dass du nicht lethargisch und passiv wirst. Und da stehe ich immer zur Verfügung, da zu helfen. Da möchte ich was zurückgeben, dass dann mit der Diagnose die Hoffnung nicht weg ist, sondern dass man trotzdem kämpfen kann. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.